Einen wunderschönen guten Abend. Heute seit langem mal wieder eine Session. Ganz zwanglos, einfach ein bisschen daddeln. Genau. Und ja, ich wäre für die rote Schlacht. Dazu müssen wir auf Titan. Und los. Man glaubt, dass Zavala sie und die Überlebenden im Stich gelassen hat. Und jetzt gehen wir auch noch. Wenn wir blieben, könnten wir sie unterstützen. Ja, aber wenn Zavala wirklich eine Gegenoffensive auf Titan aufbaut, dann können wir sie alle retten und die Stadt zurückerobern. Vorhutflotte. Güterschiff 723 ist im Anflug. Wir haben euer Signal erhalten und sind kampfbereit. Güterschiff. Zavala hier. Es ist zu spät. Die Schar hat Titan überrannt. Es war ein Fehler, uns hierher zu bringen. Los geht's. Da müssen wir hin. Commander, wir sind hier, um zu helfen. Nein, wir haben schon zu viele lichtlose Hüter an die Schar verloren. Wir können diesen Mond nicht sichern. Wir haben unser Licht. Ich bin begeistert von der Grafik. Was? Unmöglich. Commander, darf einfach ich? So gut Hüter, gemacht. Hier spricht Deputy Commander Slow. Wir müssen eine Gegenoffensive planen. Dazu müssen wir diese Station erstmal auf Vordermann bringen. Eine Flotte muss ausgestattet, Hüter bewaffnet werden und es gilt, jede Menge abgefangene Übertragungen der Rotlegion zu entschlüsseln. Es ist ungemein wichtig, dass wir Zugang zur Kommandozentrale der Station erlangen. Da kommst du also ins Spiel. Wenn du das Licht wirklich wieder hast, Mission Hoffnung. Dann zeig es der Schar. Und Hüter, bitte. Die wissen wollen, wie die erste Mission heißt. Was war das? Die Titanstädte aus dem goldenen Zeitalter waren einst der Stolz der Menschheit. Wir dachten, sie seien verlassen. Aber ich war ein Narr zu denken, die Schar würde sich nicht so weit ausbreiten. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Stopp. Schön gruselig aus. Okay, Sloan. Wir sehen das Kontrollzentrum. Verstanden. Weiter vorrücken. Commander, bei dem Tempo können wir mit der Planung unserer Gegenoffensive anfangen. Dann können wir im Nullkomma nichts vor den Stadttoren aufschlagen. Wenn es doch nur so einfach wäre. So geht's doch schön.
natürlich alle Gegner mitnehmen. Fähigkeiten benutzen. Weggebasht. Ja. Und hier geht's weiter. Sah aus, als hätte die Schar eine Art Ritual durchgeführt. Wir sollten uns mit Ikora unterhalten. Ja, die Schar machen doch nichts anderes als Ritual. Niemand hat Ikora oder Kate gesehen, seit die Stadt gefallen ist. So, da gab's wieder Zeug. Ausrüsten, bevor es weitergeht. So. 68. So geht's. Die Energie war hoch. Okay. Automatikgewehr habe ich gemeint. Habe jetzt nur Energie gesagt wegen diesem blauen Knubbel. Da wird dann Energie verschossen. Aber dieses Maschinengewehr, Maschinenpistole, die gefällt mir sehr, sehr gut. Das Rift. Lassen wir es mal so, wie es ist. Seiten. Oh. So daneben. Wir haben es geschafft, Sloan. Perfekt. Untersuch die Umgebung, bevor ihr zum Kontrollzentrum vorrückt. Und es sieht so aus, als ob wir gerade auf einen Stab in die Städte gestoßen sind. Vernichtet. Gegner darf man nicht aus dem Auge verlieren, auch wenn dieses Eierplätzen echt Spaß macht. Haben das Nest beseitigt, sind auf dem Weg zum Kontrollzentrum.
Gut gemacht. Sorgt für reine Luft. Wir kommen auf euer Signal. Das ist ja schon weiter, aber ich habe hier doch noch Gegner. Einmal sicher. Erledigt. Verstanden. Zavala und ich. Ja. Triff dich mit Zavala. Wir nähern uns der Landeplattform. Kommt links, hoch, damit wir euch applaudieren können. Rechts. Über den Tisch. Sind wir, glaube ich, schon da. Genau. Das sieht schon sehr befallen aus. Ich wollte es nicht glauben. Wenn das Licht wieder zu dir gefunden hat, gibt es vielleicht Hoffnung für uns. Unsere Streitkräfte schwinden weiter. Wir können uns und die Überlebenden nicht länger schützen. Und ohne das Licht sind wir dann überhaupt noch Hüter. Commander! Ohne Generatoren halten wir nicht durch. Wellenenergiewandler liefern den Strom. Dank der Schar bedürfen sie einer Wartung. Wir kümmern uns drum. Ja, das dachte ich mir. Jetzt geht's erst richtig los. Wir haben schließlich Zavala wieder. Und das ist ja ein gutes Zeichen. Neues Ziel, Springflut. Die machen wir dann aber nächstes Mal. Und macht's gut.